So, alle sind soweit? Dann starten wir rein in unsere Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Zuschauer auf YouTube, die hier anwesenden Medienvertreter und natürlich unseren Cheftrainer Friedhelm Funkel hier neben mir auf dem Podium. Anpfiff gegen den HSV ist am Samstagmittag um 13 Uhr im Volksparkstadion. Und begleitet werden wir dabei von 5.632 FCK-Fans. Vielleicht sind noch mal auf den anderen Tribünen noch der ein oder andere mehr dabei. Wir freuen uns sehr darauf. Personell ist es so, dass Julian Kral, Hendrik Zuck und Philipp Clement bekanntermaßen nicht dabei sein können. Und damit gebe ich dann ab in die Runde. Wer hat die erste Frage? Michael Kaiser von Südwest Ballsport war am schnellsten. Hallo Ann-Kathrin, ich hätte es auch gerne abgegeben. Hallo Herr Funkel. Hallo. Kurze Frage, wie geht es Ihnen? Wie anstrengend war der Pokal und wie sieht es aus mit der Vorbereitung? Wie beeinflusst oder wie nachteilig können der Welt die Strapaze des Erfolgs sein für die Vorbereitung aufs Spiel beim HSV? Also das hat überhaupt keine Nachteile, denn das sind Vollprofis, die ja mal eine englische Woche spielen können, mehr haben wir ja gar nicht. Und es war natürlich ein anstrengendes Spiel, überhaupt keine Frage, aber wir haben es erfolgreich gestaltet und dann rückt die Müdigkeit, die vielleicht gestern noch so ein bisschen da war, aber auch total in den Hintergrund. Die Jungs haben gestern Nachmittag gut trainiert. Wir haben nicht lange trainiert, wir haben kurz trainiert, aber das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch heute, das war eine gute, kurze Einheit. Und von daher hat das Pokalspiel keine Auswirkungen auf das Spiel am Samstag beim HSV. Weiter macht Marius Zimmermann vom SWR Fernsehen. Hallo. Hallo. Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, ist natürlich schon irgendwie anstrengend. Trotzdem haben Sie den Jungs die Feierei gegönnt. Wie gehen Sie jetzt damit um für die Einstellung fürs neue Spiel? Nehmen Sie die Euphorie mit, nutzen die oder sagen Sie, das war ein eigener Wettbewerb, den klammern wir aus und wir gucken auf das, was wir in der Liga bisher gemacht haben, probieren das aufzubauen? Natürlich war das ein eigener Wettbewerb, aber den haben wir erfolgreich oder das Spiel in diesem Wettbewerb haben wir erfolgreich gestaltet. Und dann hat man natürlich positive Erinnerungen an das Spiel und das nehmen wir natürlich mit. Aber seit gestern spielt der Pokal überhaupt keine Rolle mehr. Wir sprechen nur über die Liga, über die zweite Liga, nur über das Spiel gegen den HSV. Das ist jetzt in unseren Köpfen, das wird schwer genug. Und da bereiten wir uns drauf vor und werden gut vorbereitet am Samstag im Volksparkstadion auflaufen. Marek Nepomucki von der Rheinpfalz, dann doch das entscheidende Handzeichen mit der nächsten Frage. Julian Kral, Frage an ihn. Nach dem Hannover-Spiel sagt er in ad hoc, es ist nur eine kleine Verstauchung, geht wieder alles gut. Jetzt sind es ja doch schon 4 Wochen. Ist es dann doch was Ernsthafteres? Fällt er länger aus? Spielt er überhaupt noch mal die Runde? Können Sie da was dazu sagen? Ja, das muss man abwarten. Also ich glaube schon, dass er in dieser Runde noch mal spielen wird. Aber er ist halt noch nicht voll belastbar. Die Hand, die schmerzt noch ein bisschen. Da war der Spieler selber ein bisschen zu optimistisch. Das ist oft so, dass die Spieler zu optimistisch sind. Aber ich gehe davon aus, dass er möglicherweise nach dem Spiel gegen Fürth wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Wer möchte weitermachen? Nochmal Marius Zimmermann vom SWR Fernsehen. Viele Fans warten natürlich auf die Rückkehr von Ragnar Ache. Wie sieht es bei ihm aus? Im Pokal haben Sie gesagt, der kann es noch nicht leisten, weil die Gefahr zu groß wäre, dass er sich nochmal verletzt. Ist er eine Option jetzt schon für Hamburg? Der ist nicht nur eine Option, da mache ich kein Geheimnis drauf, er wird spielen. Michael Kaiser von Südwest Ballsport auch noch mit einer Nachfrage. Ich komme mal auf den kommenden Gegner. HSV hat ja nach dem Trainerwechsel mit Sicherheit andere Erwartungen gehabt. Das sind ja nach 5 Spielen auch schon 2 Niederlagen mit dabei. Sieht aus wie ein großer Kader, sehr viele individuelle Klasse. Aber irgendwo das Gesamtkunstwerk scheint irgendwo noch nicht in der Form zu funktionieren, wie man das erwartet. Sonst hätte es ja keinen Trainerwechsel gegeben. Wie sehen Sie den kommenden Gegner?
Ja, der ist nach wie vor sehr, sehr stark. Sie haben einen großen, ausgeglichenen, individuell gut besetzten Kader. Das ist eine Mannschaft, die permanent nach vorne spielt, die die meisten Tore, glaube ich, in der Liga geschossen haben mit Düsseldorf zusammen. Also sie sind sehr, sehr offensiv stark und spielen unter Steffen jetzt ein bisschen anders, attackieren. So haben sie sich jedenfalls in den letzten zwei Spielen gemacht, relativ früh. Und das haben wir uns angeschaut, da sind wir darauf vorbereitet. Aber das ist nach wie vor eine Mannschaft, die aufsteigen kann, die vor ausverkauftem Haus ihre Heimspiele absolviert. Ich war selber in den letzten Jahren 3-4 Mal im Stadion, da ist eine unfassbar gute Stimmung. Aber wenn ich höre, dass von uns fast 6.000 Leute aus Kaiserslautern mitfahren, dann ist das noch viel unglaublicher. Das ist eine Unterstützung, die uns auf jeden Fall helfen wird. 6.000 Leute fahren nach Hamburg. Das ist ja nicht gerade hier vor der Tür. Ja, und das kann man einfach nicht hoch genug bewerten. Und das zeigt, wie verbunden die Mannschaft und die Fans zurzeit sind. Das hat man auch in Saarbrücken gesehen. Und das kann uns eine ganz, ganz große Hilfe sein in den nächsten Wochen, in den Spielen, nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts, um die Liga zu halten. Jörg Stevitz von Treffpunkt Betze darf dann jetzt ran. Hallo Ann-Kathrin, hallo Herr Funkel. Hallo. Herr Funkel, einer der überragenden oder einer der Einkäufe in der Winterpause eingeschlagen hat, war ja Philipp Karlotsch. Können Sie zu ihm mal ein paar Takte sagen, warum Sie sich so auf ihn verlassen, warum er hierhin gesetzt ist? Ja, weil er sehr zuverlässig ist, weil er sehr laufstark ist, weil er sehr zweikampfstark ist und die Position 6-8er wirklich so ausfüllt, wie ich mir das vorstelle. Der ackert, der macht, könnte noch ein bisschen torgefährlicher vielleicht in der einen oder anderen Situation werden oder mal aus der zweiten Reihe versuchen, aufs Tor zu schießen. Aber er ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Das zeigt ja auch, dass er bisher jedes Mal von Anfang an gespielt hat und er hat einen großen Wert für die Mannschaft. Andreas Erb von der FAZ mit der nächsten Frage. Das Mikro kommt. Hallo Herr Funkel, wenn wir das Pokalspiel in Relation zur Liga setzen, da gehen wir oft davon aus, dass vielleicht der Pokal die Liga überlagert und da sozusagen, wenn wir Sie fragen, wie das auf die Liga wirkt, vielleicht auch so im Hinterkopf haben, dass es negativ auch so auf die Liga wirken könnte, wenn man dann sich auf einen anderen Wettbewerb fokussiert. Aber umgekehrt gefragt, dieser Erfolg und vor allem dieses Zu-Null-Spielen, also auch die defensive Stabilität, die ja bei Ihrem Amtsantritt ja, vielleicht auch aufzuarbeiten war, wie würden Sie das einordnen? Ist das ein Schritt, ein positiver Schritt mit Blick auf die Liga oder sagen Sie auch da, spielt keine Rolle, anderer Wettbewerb? Nein, wenn man gewinnt, ist das immer ein positiver Schritt, auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist. Aber dieser Wettbewerb ist jetzt in der Tat aus unseren Köpfen. Da wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, was wann ist das? Am 25. Mai in Berlin passiert. Das ist absolut nebensächlich im Moment. Dass wir zu Null gespielt haben, ist ganz sicher auch mal wichtig wieder gewesen, dass wir kein Gegentor bekommen. Trotzdem müssen wir noch stabiler werden. Wir haben in der Meisterschaft da auch mit mir immer noch zu viele Gegentore bekommen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen besser geworden ist, aber das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und da werden wir weiter daran arbeiten, dass wir häufiger Spiele haben, wo wir möglicherweise zu Null spielen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir dem Klassenerhalt einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Aber da arbeiten wir dran und ich hoffe, dass dieses zu Null eben allen auch zeigt, wie wichtig es ist, zu verteidigen. Das haben wir schon in der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf gezeigt und das haben wir auch über weite Strecken in Saarbrücken gezeigt, wobei die Saarbrücker nach vorne ja auch nicht ganz so viel gemacht haben, weil sie uns auskontern wollten. Das haben wir nicht zugelassen. Das hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Und insgesamt brauchen wir eigentlich eine gute Stabilität, um die Liga zu halten. Und dann natürlich, um Spiele zu gewinnen und dadurch die Liga zu halten. Ich schaue nochmal. Marek Nepomucki von der Rheinpfalz nochmal. Ich wollte mal auf die Mannschaft eingehen. Sie haben ja schon angegeben, dass der Herr Ache spielen wird. Tendieren Sie noch zu weiteren Veränderungen, auch gerade im Hinblick auf Almami Touré, der ja gekommen ist in Saarbrücken, gut gespielt hat, ein Tor geschossen hat.
Hat er sich dafür empfohlen, in der Mannschaft zu bleiben, oder werden Sie da auch nochmal überlegen? Nein, grundsätzlich überlege ich ja noch, wie die anderen Positionen besetzt werden. Das weiß ich noch nicht. Bei Ragnar, das hatte ich ja schon angedeutet. Und darum mache ich da auch kein Geheimnis drum. Ragnar ist jetzt wieder soweit, hat die letzten zwei Tage etwas mehr gemacht, hat gut trainiert, ist wieder Mannschaftstraining, hat alles, was man machen muss im Training, gemacht, damit wir ohne Risiko ihn einsetzen können, und deswegen auch ganz klar, dass er spielen wird. Aber ansonsten überlege ich auf 2, 3, 4 Positionen möglicherweise was zu verändern. Aber da lasse ich mir natürlich noch Zeit bis morgen. Ich weiß nicht, wie das Abschlusstraining verläuft. Ich hoffe, dass es keine Verletzten gibt. Und danach werde ich dann entscheiden, was ich möglicherweise noch verändere. Michael Kaiser von Südwestballsport nochmal. Ja, neben den kommenden Auswärtsspielen steht ja dann auch auf dem Spielplan, dass man eigentlich gegen 3 Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt spielen, mit Wiesbaden, Magdeburg und das letzte Spiel gegen Braunschweig. Sie haben eben die Unterstützung des Publikums angesprochen. Welche Rolle kann diese Wucht, die der Betze hat, und diese Begeisterung der Fans gerade bei diesen 3 entscheidenden Heimspielen noch mehr als Auswärtsspielen? Und wie weit haben die Spieler mitbekommen, was hier am Dienstag auf dem Betze los war, was hier eine Stimmung war? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wie viel Kraft gibt das? Ja, ich glaube, dass die Spieler das natürlich mitbekommen haben. Und die Spieler haben das ja hinterher, im Gegensatz zu mir, auch noch in der Stadt erlebt, was da für eine Begeisterung war. Deswegen hatte ich ihnen das ja auch erlaubt. Da kannst du die Spieler nicht nach Hause schicken nach so einem Erlebnis, sondern dann haben sie gemeinschaftlich mit den Fans in der Innenstadt, in der Altstadt ein Stück weit gefeiert. Und das gibt natürlich auch ein gutes Gefühl. Und das muss man den Jungs dann eben auch zugestehen. Und klar haben wir diese Spiele dann auch noch zu Hause. Vorher haben wir aber noch HSV und Fürth. Aber die Spiele wollen wir ja auch nicht abschenken. Da wollen wir natürlich auch versuchen, Punkte zu holen, um dann mit der Unterstützung hier auf dem Betzenberg gegen diese Mannschaften natürlich auch zu gewinnen. Und die Unterstützung, das sage ich immer wieder, gerade auch hier, aber auch in anderen Stadien und Vereinen, ist dabei eminent wichtig. Und ich wiederhole mich jetzt da, ich kann das fast gar nicht glauben, 6.000 Leute von Kaiserslautern fahren mit nach Hamburg. Das ist auch für uns natürlich eine Verpflichtung, dort gut aufzutreten, ein gutes Spiel abzuliefern. Dann verzeihen sie auch schon mal Niederlagen, wie das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gezeigt hat. Ja, die haben ein feines Gespür für diese Dinge. Und deswegen sind unsere Zuschauer, unsere Fans ganz, ganz wichtig. Marek Nepomucki, jetzt noch entschieden, eine Frage zu stellen. Noch 2. Der Robert Glatzel scheint Oberschenkelprobleme zu haben. Sollte er ausfallen, ist das für Sie ein Vorteil? Das ist die eine Frage. Die andere, kommt Ihnen so eine Mannschaft wie Hamburg eher entgegen, weil es ist so ein Team, das das Spiel machen muss? Laudern ist so eher abwartend und auf Umschaltspiel konzentriert. Sind das so Dinge, die Ihnen eher in die Karten spielen? Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Sie haben einen ausgeglichenen Kader, und wenn Robert Glatzel ausfällt, das wissen wir ja noch nicht. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, überhaupt keine Frage. Er ist der torgefährlichste Spieler dieser Mannschaft. Dann ist es so, dann kommt aber jemand anderes. Wir wollen natürlich nicht nur abwarten spielen. Wir wollen natürlich auch Situationen nutzen, die der Gegner uns möglicherweise gibt. Wir wollen auch situationsbedingt auch mal weiter vorne angreifen. Dazu haben wir die Spieler, aber wir wollen natürlich kompakt stehen. Das steht auch außer Frage. Und dann müssen wir die richtigen Lösungen finden, wenn der HSV uns sehr, sehr massiv unter Druck setzen will, Ballverluste haben will, die wir dann nicht unnötigerweise machen dürfen, sondern da müssen wir coolen Kopf behalten. Da haben wir gute Spieler für, und wir brauchen dann natürlich Spieler, die sehr, sehr schnell sind, die gut umschalten können, die dann gut eingesetzt werden, und damit können wir uns mit Sicherheit auch beim HSV ein Stück weit Respekt verschaffen. Und Marius Zimmermann vom SWR Fernsehen hat sich das Mikro nochmal geschnappt.
Ja, ich wage noch einmal den Ausblick jetzt weg vom Spiel von morgen, weil seit gestern steht erst der Gegner im Pokalfinale fest. Leverkusen wird ein hartes Brett. Wie sehen Sie den Gegner jetzt schon und wie sehen Sie auch die Chancen dann in Berlin? Ja, dafür ist es viel zu früh, jetzt darüber zu sprechen. Wir brauchen uns über Bayer Leverkusen nicht unterhalten. Das ist zurzeit die beste Mannschaft in Deutschland. Sie hat 40 Spiele nicht verloren. Da brauchen wir nicht über Stärken sprechen. Die Mannschaft ist komplett, der ganze Kader ist komplett. Die haben einen herausragenden Trainer und so weiter. Aber da beschäftige ich mich mit, wenn wir nach dem letzten Spiel vor dem Pokalfinale sind, dann beschäftige ich mich mit Bayern 04 Leverkusen. Ich gebe euch noch mal einen Moment, aber... Scheint jetzt keine Frage mehr in den Kopf zu schießen, dann ist alles beantwortet. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann am Samstag aus Hamburg. Dann bis möglicherweise Samstag.